Herzlich willkommen aus der Sigrado Landhausküchenmanufaktur. Heute beim Kunden, wo wir eine besonders italienische Küche eingebaut haben. Mit schönem dunklen Kastanienholz, wurmstichig und gebürstet, die Fronten. Und eine ganz tolle Arbeitsplatte, Naturstein, mit dem Namen Michelangelo. Und diese Küche hatte einen wichtigen Aspekt. Wir sollten uns um den gesamten Raum kümmern und nicht nur um die Küchenzeile. Und das haben wir gemacht, denn es gibt hier einen kleinen Essplatz, es gibt ein Küchenbuffet und natürlich die Küche als solches. Und wie das genau ausschaut, das zeige ich euch jetzt. Persönliche Wünsche, die stehen bei uns an erster Stelle. Und ein ganz besonderer und persönlicher Wunsch bei dieser Küche war eine besonders ausgefallene Arbeitsplatte. Ich denke, da haben wir einen ganz tollen Einfall gehabt, denn wir haben hier bei dieser Küche einen Quarzit, einen Naturstein verwendet, der heißt sogar Michelangelo, italienischer geht's dann kaum, der eine unwahrscheinlich starke Musterung hat, ganz viel Leben in der Struktur. Und nicht nur das, dass diese Arbeitsplatte ein wunderschönes Farbspiel erzeugt, nein, wir haben sie dann nicht nur eckig zurechtgeschnitten, sondern der Kunde hat sich gewünscht, eine geschwungene, runde Arbeitsplatte zu bekommen. Und das haben wir gemacht. Wir haben eigentlich fast keine gerade Kante hier am Kochfeld. Alles ist abgerundet. Die Kante selber ist noch mit einer Karnisse ausgeführt und gefühlt tonnenschwer wurde dann diese aus einem Stück gefeilte oder produzierte Arbeitsplatte durchs Treppenhaus hier nach oben gebracht in den zweiten Stock. Und da sind wir sehr froh, dass das auch heil funktioniert hat und gut geklappt hat. Kommen wir mal zum Kochfeld. Das Kochfeld selber, ein schönes Bora Classic 2.0 mit Muldenlüfter. Das heißt, hier wird die Luft, der Rasen nach unten abgezogen und selbstverständlich in diesem Fall, draußen sieht man es, wir haben eine Außenwand, geht das auch per Abluft dann direkt nach draußen. Besser kann man Küchengerüche und Fett und Wasserdampf einfach nicht abführen. Ja, gehen wir mal ein Stückchen weiter rüber. Hier haben wir unsere Ecksituation mit dem ausgewinkelten Backofen. Der Backofen war neuwertig vom Kunden noch vorhanden, den haben wir nicht erneuert, aber schön integriert. Und dann haben wir hier noch so ein schönes Pfannenbord mit einem kleinen Schrank noch installiert. Hier unten drunter sitzt der Geschirrspüler, der seine Arbeit zuverlässig verrichtet. Und selbstverständlich, wie das bei Sigrado ist, schöne schwalbenschwanzgezinkte Massivholzschubkästen mit Blumenauszügen, dass das auch eine schöne langlebige Küche ist. Ja, hier sitzt sich's doch gemütlich. Fehlt ein Getränk, ein bisschen was zu essen, die Küche im Blick. Das ist das, was wir uns unter Gemütlichkeit, Geselligkeit vorstellen. Vielleicht mal ein paar Worte zum Tisch. Auch das ist aus unserer Produktion. Massives Holz, schön gebürstet, mit kleinen Wurmlöchern, sodass es aussieht, als ob der Tisch schon 120 Jahre alt ist. Ist er aber nicht, ist ganz neu. Und auch bei den Stühlen ist es genauso. Die könnten also auch schon von der Jahrhundertwende sein, mit schön tief gebürstetem Kastanienholz, kleine Wurmstichchen, abgeflammten Seiten. Da bekommt die Küche dann ein harmonisches Ganzes. Zu guter Letzt haben wir eigentlich noch eine schöne Anrichte und da gibt es auch noch ein paar Besonderheiten und die zeige ich euch jetzt. Ein Küchenbuffet wie zu Omas Zeiten, das war der Wunsch unserer Kunden und das haben wir hier umgesetzt. Wir haben ein schönes Küchenbuffet, wieder in dem gleichen Holz, wie auch die Küche gemacht ist, aus unserer Produktion. Oben schön ein Vitrinenschrank, wo man schön Stauraum hat, der zusätzlich natürlich auch die Küche wieder etwas auflockert. Und wir haben handbemalte Fliesen. Das Muster der Fliesen kann man sich auch aussuchen. In dem Fall wollten die Kunden ein bisschen was Schlichtes mit geometrischen Formen und ein bisschen Krakelé. Und auch selbst die kleinen Schubladenknöpfe sind aus der Keramik produziert und handbemalt. Für dieses schöne nostalgische Küchenbuffet. Ich finde ein Highlight auch in dieser Küche, neben der tollen Arbeitsplatte, neben dem Esstisch und neben der Funktionalität, die natürlich eine Grundvoraussetzung ist. Und für richtig schönes Ambiente dürfen natürlich auch schöne Deckenbalken nicht fehlen, die wir übrigens auch hergestellt haben und beim Kunden hier montiert haben. Ja, das soll es gewesen sein von unserer Küche beim Kunden als Gesamtpaket. Wenn ihr auch so eine schöne Landhaus-Sigrado-Küche haben möchtet, dann
Nehmt Kontakt mit mir auf, schreibt mir eine Nachricht. Vielleicht ist die nächste Planung dann schon für euch. Ich freue mich.